Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann ihr hier das Video anschaut. Das musste mal wieder sein. Guten Morgen. Für uns ist es morgen, genau. Und heute geht es um Nordzypern. Here we come, here we are, here we stay for a while. Also dementsprechend, ja, also wir sind, wie ihr wisst oder wie ihr in den ein oder anderen Videos ja schon mitbekommen habt, sind wir nach Nordzypern gezogen und zwar jetzt schon fast vor 2 Jahren. Also im August sozusagen jährt sich das Ereignis zum zweiten Mal. Und dementsprechend wollten wir einfach nochmal kurz, weil jetzt die Fragen immer mehr kommen und weil es hier wirklich so einen wahnsinnigen Boom gibt, einen wahnsinnigen Boom gibt, dass Deutsche eben nach Nordzypern ziehen, auswandern, auf jeden Fall auch hier Immobilien kaufen und zumindest mal sich ein zweites Standbein auch aufbauen außerhalb von Europa. Und wir immer wieder gefragt werden, warum seid denn ihr nach Nordzypern gezogen und so weiter und so fort. Und wir haben gedacht, Mensch, wir nehmen jetzt mal das Video auf, guckt es euch an, dann wisst ihr das, bevor wir uns da immer wieder wiederholen. Und weil an sich ist es relativ easy und ich verrate euch schon mal eins vorab. Die Steuern waren jetzt nicht der erste Grund. Okay, also das haben wir tatsächlich noch nicht geändert und ich bin auch der Meinung, auch gerade in Deutschland, und ihr müsst euch nun mal auch die Programme von Alex Fischer angucken, Deutschland ist auch ein Steuerparadies, dementsprechend, egal wo ihr seid, ihr könnt immer Strukturen finden, um Steuern zu sparen, dafür müsst ihr nicht unbedingt auswandern, das sind andere Konstellationen, dementsprechend, also Steuern sollte kein Grund sein, warum ihr auswandert, bei uns waren es tatsächlich ein paar andere Gründe. Aber bevor ich jetzt hier gleich wieder in meinen Redeschwall verfalle, ihr kennt mich, wenn ich begeistert bin, spreche ich sehr, sehr gerne über die Dinge. Übergebe ich gleich mal an dich, bevor ich hier wieder keinen Punkt finde. Ja, das ist ein guter Punkt. Aha. Eins der ersten Dinge war tatsächlich das Wetter. Jetzt hatten wir diesen Winter den kältesten Winter seit 35 Jahren und es hat auch in Nordzypern geschneit. Auch das funktioniert hier. Und aktuell ist das Wetter immer noch nicht so, wie wir es gerne hätten. Also aktuell ist es noch nicht so warm. Also letztes Jahr war es deutlich wärmer. Also von daher, das Wetter ist beständiger. Ja, also das ist einer der Vorteile. Wir konnten unserem Sohn seinen Geburtstag, der Ende April Geburtstag, den konnten wir praktisch im März schon festmachen und eine Außenlocation sozusagen buchen und wussten, also zu 99% wird es nicht regnen. Deswegen haben wir das, konnten wir das schon festmachen. Also das ist definitiv einer der Vorteile ist das Wetter. Also ich fühle mich deutlich wohler mit der Sonne einfach aufzuwachen im blauen Himmel. Ich finde das, also für mein Gemüt ist es deutlich besser als wenn es grau ist. Man sollte aber auch wissen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat, wenn es dann mal einen grauen Tag gibt, dann reißt der deutlich mehr rein. Ja. Als es dann tatsächlich in Deutschland für uns der Fall war, wo ja praktisch bewölkt mehr oder weniger normal ist und die Sonne die Ausnahme, wenn du hier einen Monat lang keine Wolke gesehen hast und dann ist es drei Tage bewölkt, dann hast du gefühlt ja auf der Insel eine depressive Stimmung, wo jeder sagt, boah, es wird mal Zeit, dass wieder sonnig wird. Also die Perspektive ändert sich. Wird schwer, in ein anderes Land zu ziehen, was nicht so viel Sonne jetzt hat. So viel mal zum dem Thema. Das andere, was wir sehr oft gefragt werden, weil wir mit unser Sohn, der ist jetzt 5 geworden, als wir praktisch hergekommen sind, war er knapp 3. Nicht mal 3,5. Und Auswandern mit Kind ist immer so ein anderes Thema. Ja. Deswegen haben wir gesagt, okay, das ist vielleicht auch nochmal gut, das hier so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Wir wollten, dass unser Sohn, also wir hatten ihn auch in Deutschland schon auf einem englischsprachigen Kindergarten angemeldet. Bei der Geburt musste der da schon auf die Warteliste. Dafür haben wir auch bezahlt. Das Geld gibt es auch nicht wieder zurück. War damals, ich glaube, nur 100 Euro für den Wartelistenplatz. Ja. Also das war jetzt nicht so dramatisch. Das war es uns wert, die dann verfallen zu lassen. Aber er geht hier halt auf eine internationale Schule. Auf eine englische. Auf eine englische, genau. Also auf eine britische, um es genau zu nehmen, die diesem Cambridge Curriculum für alle, die sich damit auskennen. Ich tue es nicht. Folgen, was bedeutet, er spricht sehr, sehr gut Englisch. Er spricht deutlich besser Englisch als Deutsch tatsächlich, weil er die meiste Zeit in der Schule halt ist alles Englisch. Er versteht Türkisch, weil klar, seine Freunde, auch wenn sie spielen, unterhalten sich in Türkisch. Er
Er versteht auch einzelne Worte in Russisch, weil er Klassenkameradinnen und Kameraden hat, die, die aus Russland kommen. Und das ist für uns ist das ist einfach das, es war mit einer der ausschlaggebenden Punkte für uns praktisch, dass wir ihn dort auf ein anderes Schulsystem schicken können. Er ist heute praktisch mit 5 lernen, die lernen gerade lesen. Es ist, er kann alle Buchstaben, er kann rechnen. Die haben einen Stundenplan. Nächstes Jahr, also im September sozusagen, die Schuljahre beginnen genauso, wird er sozusagen hier eigentlich eingeschult. Dann geht er dann in die erste Klasse. Und dann fängt es dann an mit Schreiben, Lesen und Lernlesen. Und das ist einfach, wenn man das so vergleicht, fast 2 Jahre, also wenn ich mich an meine Schule erinnere, da lernt man Lesen und Schreiben mehr oder weniger in der ersten Klasse und da bist du 6,5 in der Regel. Und er hat angefangen mit 4,5 das zu lernen. Also die sind zwei, das ist einer der Punkte, wo wir sagen. Mit 3,5, die haben schon Buchstaben, haben die schon da, die konnte er schon, bevor er da reinkam, das stimmt. Ja. Das ist so eine der Fragen, die wir sehr, sehr häufig gestellt bekommen. Wie ist denn das so mit Kind eben auszuwandern? Das ist korrekt. Und für uns, es erfordert Flexibilität, aber es ist durchaus machbar. Was auch noch zum weiteren Punkt führt, dass Nordzypern eins der sichersten Länder ist oder zu den sichersten Ländern zählt, die es auf der Welt gibt. Das heißt auch gerade... hast du dich jetzt verschluckt. Es ist trotzdem wahr. Also auch gerade, wenn es jetzt darum geht, eben die Kinder einfach mal machen zu lassen. Ne, ich kann ihm hier wesentlich mehr Freiheiten geben, als ich zum Beispiel in Deutschland tun könnte. Weil hier einfach, also gerade auch zum Beispiel, wenn wir auf dem Spielplatz sind, ich muss ihn nicht permanent im Auge behalten. Der kann hier die Welt sozusagen für sich ein bisschen erkunden und kommt auch irgendwann wieder zurück. Und dann ist eher auch, dass er mir zurückgebracht wird. Jetzt ist es natürlich so, dass als Deutscher, blonder deutscher Junge natürlich hier auch wahnsinnig auffällt, logischerweise, weil so viele gibt es hier tatsächlich davon noch nicht in dem Alter. Er ist auch noch der einzige Deutsche in seiner Klasse. Vielleicht ändert sich das jetzt auch in naher Zukunft, aber an sich, das ist ein Riesenvorteil. Und ich muss auch beim Supermarkt, ne, er kann einfach, hier sind Kinder, haben hier einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Ja. Dementsprechend ist es gerade für Familien hier wirklich easy und die machen wirklich sehr, sehr viel auch für die Kids. Es sind irgendwelche Aktivitäten. Ein kleiner Nachteil muss ich sagen, diese Schule hat wahnsinnig viel Ferien. Das heißt also, gefühlt ist er mehr zu Hause als in der Schule. Aber dafür, wenn er in der Schule ist, haben die auch wirklich viel zu tun. Ja. Und da ist man auch als Eltern ein bisschen gefordert. War mit einer der Hauptgründe, warum wir hergezogen sind, also neben der Sonne und der Schule, gibt es aber auch noch andere Gründe. Und zwar wollten wir einfach, also wir hatten tatsächlich die Motivation, war eher so die von weg Motivation, wie man so schön sagt. Als oder sie weg zuhören, von, ja. Als sie, oder die weg von. Wir wollten weg von Deutschland. Das heißt, wir haben uns in Deutschland an sich nicht mehr so, wir haben davor schon im Ausland gelebt und uns war das System einfach, wir haben uns da nicht so zu Hause gefühlt. Also das hat uns für uns einfach nicht mehr so gepasst. Und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen gerne in einem anderen Land leben, in der Sonne leben, mit einem anderen Mindset auch und so weiter und so fort. Und haben uns dann einfach aufgrund des Wachstumspotenzials, was Nordzypern einfach hat, sowohl auf der Geschäftsseite als auch auf der Immobilienseite oder Investorenseite, haben wir uns einfach für Nordzypern entschieden. Wir haben das vorgestellt bekommen, haben uns das hier angeguckt und gerade dieser Teil von Zypern ist noch wahnsinnig hinterher. Also wenn man das mit dem Süden vergleicht, es ist wir zahlen hier alles in TL, das heißt Lebenshaltungskosten und so weiter sind hier super günstig. Und das Wachstumspotenzial ist einfach enorm. Das heißt, es wird hier gerade alles aufgebaut. Hier wird wahnsinnig viel Geld ins Land gesteckt und zwar von allen Seiten. Ja. Und das heißt auch, es ist einfach ein anderer Drive, obwohl es hier so ein bisschen lean back ist, ne, und ein bisschen gemütlicher ist, dass man, dann komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und einfach diese südländische Mentalität trifft hier aber schon auf diese Geschäftspotenziale, die hier sind. Und das ist ein ganz angenehmes Umfeld, muss ich tatsächlich sagen. Und für uns einfach, vom Fliegen her macht es uns jetzt für uns keinen Unterschied, wo wir sind. Also du hältst dich auch noch oft in den UK auf. Ja. Das heißt, es wird auch noch ein bisschen mehr gependelt zwischen den UK und Zypern. Deutschland tatsächlich haben wir kaum Berührungspunkte.
Natürlich hat Corona jetzt auch noch sein Übriges getan. Wir wollten da schon noch ein bisschen mehr pendeln. Werden wir vielleicht auch wieder, ja. Aktuell ist es halt noch nicht der Fall. Und das sind so die Hauptkriterien sozusagen, warum wir uns dafür entschieden haben. Und vieles tatsächlich haben wir, oder wir haben diesen Schritt, ich würde sagen, zu 70% für unseren Sohn getan, weil wir ihn einfach in einem anderen Umfeld aufwachsen lassen wollten. Ja. Sowohl schulisch als auch hier. Es gibt nicht alles das, was es in Deutschland gibt. Du kannst sie nicht einfach so bestellen. Wir haben hier zum Beispiel auch kein Amazon. Das kannst du im Süden, kannst du eine Postbox beantragen. Dann kannst du dir bei Amazon auch die Sachen in den Süden schicken lassen. Das ist ja auch Europa. Kannst auch in der Türkei geht es auch. In der Türkei geht es auch. Aber hier geht es eben nicht in Nordzypern. Du bist außerhalb von Europa. Es ist deutlich leichter mit dem europäischen Pass tatsächlich hier sich zu bewegen. Ja. In 20 Minuten sind wir an der Grenze und wären in 20 Minuten auch in Europa, wenn es uns irgendwie jetzt an was fehlen würde. Da gibt es auch ein Lidl und ein Ikea für die Leute, die sagen, okay, das brauchen wir jetzt unbedingt. Wir haben gelernt, auch gerade als die Grenzen zu waren und in Corona-Zeiten, du kriegst hier alles, was du brauchst in Nordzypern. Es ist wirklich entspannt und eine Geschichte, die uns auch wirklich so ein bisschen geprägt hat im letzten Jahr, wir hatten einen Platten zum Beispiel und das sind so genau die Momente, wo ich gesagt habe, ach ja, das ist genau der Grund, warum ich hier bin. Also hier werden Autoreifen nicht gleich gewechselt und auch nicht alle vier, wenn man das in Deutschland einen Platten hat, ne, geht man in die Werkstatt, kriegt man erstmal vier neue Reifen verkauft und ist auch nicht wirklich, das ist so ein bisschen die verschwenderische, so eine richtige Konsumgesellschaft. Hier wird es anders gemacht, hier wird der Autoreifen geflickt. Und hier gibt es auch nicht sowas, also es gibt schon sowas wie einen TÜV, glaube ich, ne? Aber ja, das ist eher so, naja, also die Autos, die hier rumfahren, die würden in Deutschland garantiert nicht mehr auf der Straße zugelassen werden. Einige garantiert nicht, ne? Auf der anderen Seite gibt es hier aber auch sehr, sehr luxuriöse Autos, also das ist nicht so, dass hier nur Schrottkarren rumfahren. Wenn man gerade an der Schule denkt, man hier Range Rover hat hier seine Generalvertretung. Ne? Genau, also das ist irre. Es fahren sehr viele SUVs hier rum. Nichtsdestotrotz, also wir hatten einen Platten und wir wurden dann wir haben das auf der Fahrt logischerweise irgendwann festgestellt. Die Tankstelle hat gesagt, da vorne ums Eck könnt ihr hingehen, da gibt es eine Werkstatt, die richten das für euch. Und dann haben wir gesagt, gut, kaufen wir halt, ne, nach deutscher Manier, kaufen wir halt einen neuen Reifen oder vier neue Reifen, wie auch immer. Haben uns schon damit abgefunden und dann haben die angefangen, den Reifen abzumontieren und zu flicken. Und nicht nur das, also das war wirklich so eine Vorhofwerkstatt. Also es war so ein bisschen mit Wellblechdach und eigentlich das meiste im Außen sozusagen ist passiert. Wir kamen auch relativ schnell dran, war kurz vor der Mittagspause. Und das Tollste war, wir haben halt den Reifen, wir haben so eine alte Badewanne gehabt, ja. Also wirklich. Lecksuche in der Badewanne. Ja, also es war wirklich so ein bisschen wie Bananenrepublik, möchte man sagen. Ja. Also wie du es dir halt auch im Urlaub so vorstellst, wie man es halt im Süden so macht. Und das Tollste war wirklich, dass unser Sohn da mithelfen durfte, den Reifen zu flicken. Und das ist einfach, das gäbe es in Deutschland nicht. Also schon alleine für die ganzen Sicherheitsvorschriften, die wir haben. Kinder in der Werkstatt nicht erlaubt und so weiter und so fort. Das ist hier einfach anders. Das heißt, er kriegt ein ganz anderes Gefühl dafür, wie irgendwas hier funktioniert und wie die, auch das, dass er halt die Möglichkeit hat, den Reifen zu flicken. Also in Deutschland musst du dir halt als Eltern die Zeit nehmen, um dir dein Kind beim Fahrrad zu zeigen, wie man Reifen flickt. Dafür kannst du hier mit dem Fahrrad halt echt nicht rumfahren, weil die Straßen nicht so wirklich gut sind. Ich glaube, ein paar machen es. Ich habe immer öfter jetzt welche auch gesehen, die mit dem Rennrad gerade in Essentepe da unterwegs sind. Ich sage dazu nur mutig. Das ist tatsächlich mutig, weil die Straßen sind teilweise schon sehr, 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 sehr mitgenommen durch den Verkehr. Es gibt auch sehr gute Straßen. Das ist gar kein Thema. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du die ganzen Baustellen hast, wo du dann halt den Schwerlastverkehr hast. Das macht es dann ein bisschen, abenteuerlustig sozusagen. Aber alles in allem ist Nordzypern ist für uns mehr als eine Reise wert. Ja. Wir haben den Schritt nicht bereut. Er war mit Höhen und Tiefen verbunden, die jetzt hier den Rahmen sprengen würden von dem Video. Aber wenn du dich mit dem Gedanken trägst und vielleicht auch gar nicht permanent das machen willst, sondern vielleicht einfach nur eine Ferienimmobilie oder für
ein, zwei Monate aus dem Homeoffice sozusagen von hier aus arbeiten, das geht auch. Also die Internetverbindung, die passt. Die ist nicht, also du kannst dich von dem Gedanken verabschieden, dass du hier 100 Mbit oder so hast. das funktioniert nicht, aber die ist definitiv gut genug, also zumindest unsere. Kommt dann immer auch ein bisschen drauf an, wo du wohnst und welchen Provider du nimmst, dass wir zwei Zoom-Calls parallel machen können und noch Netflix streamen könnten. Also das funktioniert schon alles. Also von daher, es ist tatsächlich... Wir wollten damals weg und das war uns nicht klar, wohin. Und Nordzypern ist es dann eben geworden. Und deswegen bleiben wir sozusagen, also so zumindest mal der Plan, erstmal auch hier und mal schauen. Und das Schöne ist, dass es tatsächlich Zypern an sich, also es gilt jetzt für Nord und Süd, ist wurscht, von der geografischen Location sehr, sehr praktisch liegt. Also wir haben viele Berührungspunkte mit Europa, sind zeitzonenmäßig eine Stunde voraus, was natürlich praktisch ist, weil wir den Kleinen um 8 Uhr in der Schule abgeben, da ist in Deutschland noch 7 Uhr. Macht es dann am Nachmittag natürlich dann ein bisschen von Nachteil. Während in Deutschland noch alles läuft, sind wir praktisch schon im Abendmodus unterwegs mit ihm. Aber viele Sachen sind hier relativ easy auch zu regeln. Man darf sich... wenn nicht sogar muss, sich halt an gewisse Dinge einfach gerade als Deutscher gewöhnen, dass es nicht so läuft, so wie es getaktet ist und vielleicht auch nicht immer alles so ist, wie es gesagt wird und wie es versprochen wird und wie es halt auch aussieht. Wenn man sich damit abfinden kann, dann ist es eine Entscheidung, die du, glaube ich, nicht bereuen wirst. Aber ansonsten bist du einfach wahnsinnig, weil wenn hier einer sagt, er kommt um 11, dann findest du relativ schnell raus, wer um 11 dann kommt. An dem Tag oder an dem Tag. und manche, die schreiben dir dann um 12, ja, wir kommen um 1. So, ja, okay. Und dann um 1 sagst du dann, wo seid ihr denn? Und dann sagen die, ja, wir kommen morgen. Das passiert hier halt auch. Damit muss man dann zurechtkommen. Da gibt es dann halt Mittel und Wege, um das Ganze zu umgehen. Das Gras ist nicht immer grüner auf der anderen Seite, es ist nur anders grün. Ne? Es hat eine andere Schattierung. Ja. Und ich meine, jeder kann sein Leben selbst gestalten, wie er das möchte. Hier gibt es genauso für und wieder. Für diejenigen von euch, die sagen, Mensch, ich würde jetzt gerne auswandern, ist Zypern wirklich, Nordzypern wirklich einfach tatsächlich, hier auch eine Residency zu bekommen. Der bürokratische Krempel ist ja eine Katastrophe, da kann ich euch schon mal vorwarnen, aber ansonsten, das ist tatsächlich nur Bürokratie, da muss man sich einfach mal durchbeißen, vielleicht auch das ein oder andere Mal öfter, aber ansonsten ist es einfach wirklich, hast du hier wirklich deine Ruhe, das ist wie so eine Bubble und wirklich, also schaut es euch einfach mal an und es gibt ja immer noch den Süden, also ich habe jetzt auch schon viele kennengelernt, die einfach gesagt haben, Mensch, mir gefällt es einfach, ich fühle mich im Süden einfach wohler, weil es halt einfach europäisch ist, ich möchte es einfach dann, ja. Kann den Euro bezahlen. Genau, ich möchte einfach in Europa bleiben, warum auch nicht. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden und haben gesagt, wenn wir nach Europa wollen, packen wir unsere 7 Sachen und gehen wieder in den Süden. 20 ja. Minuten Fahrt, dann haben wir das auch erledigt. Und nichtsdestotrotz, also ihr habt hier wirklich alle Möglichkeiten. Wenn es euch interessiert, ne, hier nochmal der Aufruf, also könnt ihr euch gerne an uns wenden. Wir beantworten euch gerne auch noch eure Fragen und dementsprechend. Genau. Ist, denke ich, habt ihr jetzt mal einen Einblick bekommen, auch gerade als Family ist es immer einfach, alleine auszuwandern oder als Paar, da hat man da wenig Berührungsängste oder auch mit älteren Kindern, mit kleinen Kindern ist es immer noch mal was anderes und dementsprechend wollten wir euch einfach da mal die Infos hier nochmal, ja, mitteilen, auch nochmal auf Deutsch mitteilen, auf Englisch ist es ja schon raus. Genau, ein Punkt nur noch, bevor wir das dann hier abrunden, okay. Weil du gesagt hast, das mit der Residency. Also mit der Residency, was mir wichtig ist, weil das ist ein Punkt, den wir gelernt haben. Also es gibt, du kannst das alles selber machen. Irgendwo gibt es dafür auch eine Seite und eine Anleitung und so, weil was dir bewusst sein muss, ist, dass in all den Büros nicht unbedingt viel Englisch gesprochen wird. Sonst kommst du mit Englisch hier hervorragend durch, aber in dem Government ist es nicht unbedingt normal, dass da jeder ein Englisch-Level hat, mit dem du dann kommunizieren kannst. Das muss dir einfach bewusst sein. Und dieser Bürokratieprozess, der ist tatsächlich, also den könnten die aus Deutschland importiert haben. Der hat sich gewaschen. Deswegen
haben wir bisher immer einen Service dafür benutzt. Also hier gibt es Anbieter, die diese Residencies sozusagen für dich auch erledigen. Und die sprechen meistens dann Deutsch-Türkisch und das macht diese Englisch-Türkisch. Das macht die Sache viel, viel einfacher. Ja. Worauf du achten solltest, ist, wenn du dir so einen Anbieter raussuchst, nach dem Preis zu fragen, weil die unterscheiden sich. Also wir haben schon alles gehört von 600 Pfund für eine Residency bis 100 Pfund. Haben wir auch schon bezahlt. Wir haben am Anfang auch 600 bezahlt und der Service war nicht besser als den wir jetzt haben. Also von daher deswegen da einfach mal rumfragen. Kannst auch gerne, wie gesagt, wir geben da auch gerne Kontakte weiter, das ist gar kein Thema. Nur so als kurz noch als Info, wenn du Residency anstrebst, dass du vielleicht das nicht zu teuer bezahlst, weil das muss halt einfach nicht sein. Das Geld kannst du dann lieber ausgeben, um dir hier irgendwie eine Cabana zu mieten in einem von den Hotels. Das ist korrekt. In dem Sinne, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne, kommentiert oder schreibt uns gerne direkt an und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.